Den Stärkader Lesesommer gibt es jetzt im dritten Jahr. Das heißt, die Premiere war im Jahr 2016. Die Idee fußt letztendlich darauf, dass die Stadtbibliothek hier in Stärkrade umgebaut wurde und sich dann ein Akteurskreis gefunden hat, der überlegt hat, was man zu kulturellen Themen auf einer niedrigschwelligen Ebene machen könnte. Und aus der Idee ist der Lesesommer dann entstanden. Ja, mein Name ist Gerd Immich. Ich bin Hobbyautor seit ungefähr 10 Jahren. Ich habe Spaß daran, kleine Texte zu schreiben, habe auch 2 Büchlein veröffentlicht. Von Zeit zu Zeit mache ich auch gerne eine öffentliche Lesung, weil es schön ist, wenn man die Texte vortragen kann. Alle Texte beziehen sich in irgendeiner Form aufs Revier, auf unsere Region. Sehr humorvoll, sehr viel schwarzer Humor, sehr viel... Es geht manchmal auch wirklich an so die Grenzen. Es trifft wirklich meinen Geschmack auch, ja. Ich habe jetzt zum 3. Mal 2 nette junge Musiker dabei, die mich begleiten oder zwischendurch für Musik sorgen. Das ist ein Freund von mir, der ist Lehrer am Sophie-Scholl-Gymnasium. Der rief mich irgendwann an und fragte, ja, ein pensionierter Lehrer vom Sophie-Scholl-Gymnasium macht irgendwann eine Lesung mit seinem eigenen Programm und der sucht halt zur Abwechslung halt so musikalische kleine Blöcke, damit es halt nicht nur Lesung ist. Und dann kam das halt eins zum anderen, ja. Mein Name ist Uwe Seffer. Ich vertrete heute hier den Kulturflur Stärkrade e.V. Wir unterstützen kulturelle Veranstaltungen im Oberhausener Norden, ganz speziell hier in Stärkrade. Versuchen ein Stück weit Akteure zusammenzubringen, manchmal auch so das Thema Finanzen mit auf unsere Schultern zu nehmen, um einfach schöne Veranstaltungen hier durchzuführen. Wenn wir uns dieses Jahr das Programm anschauen, es sind insgesamt 21 Veranstaltungen mit einem sehr breiten Spektrum. Und da bin ich auch von überzeugt, dass uns das für das nächste Jahr wieder gelingen wird. Und es gibt sicherlich auch zwischendurch noch die ein oder andere Lesung, etwas, was mit Büchern zu tun hat, um einfach auch Lesen zu erleben. Der Lesesommer geht insgesamt knapp mehr als 2 Wochen noch, bis zum 8. September. Und die Homepage ist www.stärkrader-lesesommer.de.